Liebe Community, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum 53. Part des Fußballmanager 2014 Let's Play mit dem VfL Wolfsburg. Wir stehen hier heute vor dem 17. Spieltag der WM-Qualifikation in Südamerika gegen Uruguay. Und bevor wir in dieses Spiel dann starten werden, gehen wir erstmal in die Jugendmannschaft, weil es da zwei neue Jugendspieler gibt. Und zwar zum einen haben wir hier einmal den Jeffrey Georg, der jetzt von mir Bilal Hamami bekommen hat. Ein Kuwaitianer, 3,5-Sterne-Talent. Links, Linkverteidiger, linker Mittelfeldspieler, links außen, rechts ist Mittelfeld und rechter Verteidiger. Könntest du spielen. Trainingsziele müsstest du haben, genau, darfst die ganzen Positionen hier lernen, damit du flexibler bist für uns. Und damit herzlich willkommen. Und der zweite Spieler ist momentan auf der Bank. Müsste eigentlich aufgestellt werden. Machen wir mal. Und zwar hier der gute Julian Riesinger. Du bist ein defensiver Mittelfeldspieler. Bist ein Medienscheuer und Publikumsliebling. Bist momentan von mir auf DM eingesetzt. Deine Noten sind sehr gut. Und du musst aufgestellt werden. Einen Mentor wirst du bekommen. Und zwar kriegst du Malon da, würde ich mal sagen. Und damit herzlich willkommen auch in meiner B-Jugend hier. Natürlich wird der Jeffrey Georg hier auch noch einen Mentor bekommen. Und der gute Yannick Bandowski. Dann würde ich mal sagen, fackeln wir nicht lange, gehen das Länderspiel an, bevor wir dann gegen die Mainzer zu Hause spielen und dann im DFB-Pokal zu Hause gegen Leverkusen und dann auswärts in Berlin, dann wieder ein Heimspiel gegen Leverkusen, Heimspiel gegen Bayern, Heimspiel gegen Augsburg, Heimspiel gegen Frankfurt, Heimspiel gegen Nürnberg, Heimspiel gegen Freiburg, Heimspiel gegen Gladbach. Das ist der Plan, also die ganzen Heimspiele werden in 3D gezeigt. Das hat einfach der Grund, dass wir so ein schönes Stadion haben. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall in die Mannschaft rein. Und gucken mal, er kommt wieder mit. Der gute Diaz. Für ihn muss ich noch gucken, wer dafür dann kürzer treten muss. Aber ich denke mal... Ach du, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, okay. Lichnowsky dafür rausgenommen. Wollte ich nicht. Der darf natürlich spielen. Dafür ist jetzt Rojas hier auf der Bank. Der bei Universidad de Chile spielt. Valdivia lasse ich mal zu Hause. Und ich denke, taktisch mäßig müsste eigentlich alles eingestellt sein. Gucken wir aber trotzdem mal rein. Wurde noch gar nichts gemacht. Okay, dann müssen wir da nochmal nacharbeiten. Lichnowsky kümmert sich um Cavani, Gonzalo Jara, um Gargano und Albornoz, um Suarez. Und ich denke mal, mit dieser Mannschaft können wir da reingehen. Ohne Wenn und Aber. Und deswegen würde ich mal sagen, ab ins Spielchen gegen Uruguay. Das Spiel natürlich wie immer in der Sofortberechnung. Und wir sagen unserer Mannschaft, wir werden ihnen das Leben schwer machen. Damit auf geht's, Chile. 1:0 Cavani für Uruguay. Gelbe Karte für Perez. Und wir gehen mit einem 0:1 aus Sicht der Uruguayer hier in die Pause. Und motivieren hier unseren Torwart. Kritisieren hier Vidal, was für ein Spiel von ihm. Kritisieren Medel, kritisieren Alexis Sanchez. Motivieren Sebastian Pinto. Halbzeitansprache, wir hatten uns doch so viel vorgenommen. Und dann gucken wir mal. Würde ich mal sagen, Rabello darf spielen. Und dann gehen wir weiter.
Jetzt bekommt die Medaille die gelbe Karte. Dafür darf dann David Pizarro spielen. Und dann darf Pinilla hier für Pinto nochmal ran. Immer noch 0:1. Und es ändert sich auch nichts daran, wir verlieren hier das erste Länderspiel seit unserer Übernahme von Chile. 0:1 gegen Uruguay. Gucken wir mal in den Nachbericht. Unsere beiden Ansprachepunkte sind dementsprechend gescheitert. Bester Spieler bei uns war der Torwart, Claudio Bravo mit einer 2. Ansonsten 3 Fünfer, 4 Vierer und 4,5 die schlechteste Note von Vidal. Unsere Einwechselspieler Pizarro mit einer 2,5, 3,5 Rabello und 4 Pinilla. Und bester Spieler auf Zeiten der Uruguayer, Diego Godin von Atletico Madrid. Cáceres mit einem guten Spiel. Britos. Cavani mit einer 2. Muslera mit einer 2,5. Und wir sehen es hier. Uruguay war deutlich stärker, hatte mehr vom Spiel. Hatte auch letztlich mehr Ballbesitz. Ist alles hier für Uruguay gelaufen. Bester Spieler Diego Godin. Gucken wir uns die Ergebnisse an am vorletzten Spieltag in der Südamerika-Qualifikation. Kolumbien verliert 0:2 gegen Argentinien, Peru 1:1 gegen Paraguay. Unser Spiel, wie gesehen, 1:0 Sieg von Uruguay. 1:0 von Bolivien gegen Venezuela, 3:0 Erfolg hier von Ecuador über Panama. Und wir mit einer 1:0 Niederlage. 2 Punkte jetzt Vorsprung vor Argentinien. 8 Punkte hier vor Ecuador. Und 15 vor Uruguay. Also ist es jetzt ein echtes Endspiel hier gegen Argentinien in Argentinien am letzten Spieltag. Und die Stimmen hier. Wir haben die Chancenverwertung nicht verwertet. Mauricio Isla von uns. Und ich spiele lieber gegen große Stürmer, die kleinen weinen zu schnell, sagte Britos. Dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Verlassen unsere Nationalmannschaft. Und gehen wieder zum Tagesgeschäft über. Und sehen hier, SV Darmstadt 98 hat Julian Klamt ein Angebot gemacht für die kommende Saison. Nein, dann nehmen wir die Vertragsverhandlungen nicht auf. Scouting abgeschlossen von Mainz. Massimo Bruno auf Stufe 10. Gucken wir mal rein. Glorreiche Zukunft. Zielsetzung minus 1. Ist wohl anscheinend kein schlechter hier. Dann Scouting abgeschlossen von Kurzuma, Stufe 9. Aber da sehen wir schon, der ist ein richtig Top-Mann hier, potenzieller Top-Spieler. 36 Punkte in der Teamdynamik. Schon ein starker Mann. Und ist 18,6 Millionen wert jetzt hier für AS Saint-Étienne, die ehemalige Mannschaft von Aubameyang, der jetzt bei Dortmund spielt. Clint Dempsey hat seinen Vertrag verlängert bei den Seattle Sounders bis 2018. Gehälter sind wir wieder im Plus, Transfers ist im Plus. 2,6 können wir erhöhen, aber ich würde mal sagen, vom Transferbudget nehmen wir 2 Millionen runter und schieben die auf die Gehälter. Beziehungsweise machen das nochmal. Weil die werden wir brauchen. Und dann gucken wir mal, 7,5, da würde ich nochmal sagen, 1,5 nochmal rüber. Einfach, dass wir da sicher sind, das müsste jetzt allmählich so passen. 2,6 kann man noch erhöhen. Da würde ich sagen, auf Sonstiges kommt nochmal ein bisschen. So, das passt. Und hier den Rest. Gucken wir mal. So, passt das. Und das Präsidium hat es hier akzeptiert. Haben nochmal und so. Passt das jetzt? Jetzt können wir auch wieder in die Infrastruktur reingehen und was ausbauen. Sofern was fertig ist hier. Gehen wir in den privaten Bereich. Gehen Golf spielen. Familie, verbringen wir ein bisschen Zeit mit unserer Partnerin. Gehen mit ihr ins Theater. Ihr gefällt es.
Und dann gehen wir mal den Tag noch weiter hier. Gegen die Mainzer. Und das dann am 20. Spieltag bei uns zu Hause. Vor nicht ausverkauften Haus, also 75 Leute bleiben zu Hause. Und sehen es hier Nürnberg gegen Bayern München. Es ist Topspiel, Zweiter gegen Dritter, die sich gegenseitig Punkte wegnehmen. Wahrscheinlich wird Nürnberg hier Bayern schlagen, so wie es momentan aussieht. Dann Gladbach gegen Leverkusen, Fünfter gegen Siebter, ein wirkliches Kracherduell. Und Werder Bremen gegen Dortmund. Und wir als viertes Spiel hier Wolfsburg gegen Mainz. Okay. Haben noch 14 News. Paco hat sein Trainingsziel erreicht, der momentan eher zweites oder drittes Glied ist. Der darf dann hier mit Kopfballpräzision weitermachen. Tori, ich schaue mal nach ganz nach unten. Vertragsverhandlungen von Klamm sind gescheitert mit SV Darmstadt 98. Trainingslager der A- und B-Jugend ist beendet. Werder Bremen ist interessiert an Andreas Beck, der von der möglichen Ablösefrei im Wechsel stehen kann zu Werder Bremen. So, neue Idee für Fanartikel, da gucken wir mal rein. Tasse und Bonbons, die jetzt entwickelt werden. Okay. Brauche ich nichts machen. Datenbank aktualisiert. Von 23 Spielern. Maximilian Rossmann hat sein Trainingsziel erreicht. Pass mal an. Darf er gleich damit weitermachen? Amara Condé hat sein Trainingsziel erreicht. Der ein echter Spieler ist. Darf dann hier mit Zweikampf weitermachen. Dann mit Grätsche. Und dann passt es wieder. Leon Bettke hat sein Trainingsziel erreicht. Ebenfalls ein echter Spieler. Darf mit einem Abschlag weitermachen. So. Neko Klappstuhl. Ein Abonnent von mir. Hat auch ein Trainingsziel erreicht. Och, nee. Den wollte ich natürlich drin lassen. Der ist noch nicht ganz ausgereift. Der Aufmerksamkeit hier braucht. So. Dann würde ich sagen, passt das. Und dann lassen wir es mal. Und Julian Riesinger hat sein erstes Trainingsziel erreicht. Das ging aber schnell. Robustheit, okay, ist schon gut geworden. Darfst jetzt mit Grätsche weitermachen. So. Und Fabian Johnson hat seinen Vertrag hier verlängert bei Hoffenheim bis 2016. Also kommt er raus aus dem Blickfeld, unser ehemaliger Wolfsburger, der fast 2 Jahre bei uns gespielt hat, damals von 68 kam. So, gehen wir wieder in den privaten Bereich. Lernen nochmal wenden. Und dann gehen wir ins Team rein, gucken erstmal die Ergebnisse an, die wir schon kennen. Reserve, immer noch Erster in der A-Jugend hier auf dem 7. Platz. In der B-Union sind wir Erster auf dem Weg in die erste B-Junioren-Liga. Und hier die Viertelfinalsbegegnungen, die uns dann in der nächsten Woche beschäftigen werden. Und dann gehen wir jetzt der Gruppe hier an den Kragen und gucken einfach mal, wer mitkommt. Bei dem Heimspiel. Da will ich jetzt mal gucken. Thierry Henry. Können wir mal mitnehmen. Arnold wird auf jeden Fall auch weiterhin dabei sein. Kevin De Bruyne. Muss ich erstmal bei uns akklimatisieren. Da sagen wir ihm mal, dass wir ihn im nächsten Spiel im Topform brauchen. Gewinnt 3 Moralpunkte und einen Formpunkt. Hat jetzt eine 71, dann wird er auf jeden Fall mal da bleiben.
Julian Brandt. Da will ich eigentlich lieber, dass er erstmal in der zweiten Mannschaft wieder spielt. Für das nächste Spiel zumindest. Dass er da der zweiten Mannschaft hilft. Tiedemann ist immer noch schlecht drauf. Gucken wir mal, was da los ist. Da steht irgendwie nichts, was mit ihm los ist. Okay, da müssen wir mal mit ihm reden. Und sagen ihm einfach mal super letztes Spiel. Das gibt er dann weiter. Und ist noch orange. Minus 1 verstimmt. Okay, so langsam kommt er wieder. Dann würde ich einfach sagen, Julian Brandt kommt hier auf die Bank für Palacios, der den Club ja verlassen hat in der Realität zu RB Leipzig. Unserem Kooperationspartner, wo Medojevic spielt. Janik Bandowski wird dann hier nach hinten verschoben. Mich regt's auf, warum hier immer wieder der Trainingsumfang auf 80% heruntergeschraubt wird. So, dann sagt man hierzu, Julian Brandt muss aufgestellt werden. Dann bleibt das zumindest so. Und dann schickt man sie auch so ins Spiel rein. Guck mal wieder zu uns kurz. Aber ich denke mal, wir müssen nicht großartig viel jetzt anpassen. Denk mal, dass wir so in das Spiel hineingehen können, ins 3D-Spiel. Über Sneijder bin ich wirklich froh nach seinem letzten Spiel, nach seinen 3 Toren. Das sagen wir auch ihm gleich nochmal. Stellt noch einmal heraus, wie wichtig seine Mitspieler für seine Leistungen waren. Dennoch gewinnt der Geschmeichel 2 Moralpunkte. Hat eine 18er Form, läuft auf einer 84. Gehen in die Taktik rein, sagen unsere Mannschaft, wenn sie gewinnt, kriegen sie nochmal 15.000 Euro. Und der Teamvergleich, Sonderbewachung auf Sean Parker. Trash kümmert sich um Shinji Okazaki, Klose um Parker, Naldo um Zimling und Rodriguez hier um Nikolai Müller. Und damit würde ich...